Hi Leute, hier ist der Lego-Fan. Ich wurde gestern Abend gefragt, ob es möglich ist, bei meinem Seamless-Pistenaufzug, den ich ja vor viel zu langer Zeit hochgeladen habe, ob es da möglich ist, eine Etagenwahl einzubauen. Und ja, das ist möglich. Und ich zeige euch mal direkt, dass das auch funktioniert. Ich habe hier mal die erste Etage gebaut und die zweite Etage, die möchte ich gleich mal mit euch zusammenbauen. Ich kann hier also zum Beispiel auswählen, dass ich in das erste Stockwerk will. Dann passiert ein bisschen was. Und wenn ich dann den Knopf drücke, dann fahre ich nur bis dort hoch und kann aus dem Aufzug rauslaufen und bin eben im ersten Stockwerk. Für runter müsste man das natürlich so machen, dass man da unten dann irgendwie Wasser hinpackt oder sowas. Also runter kann dieser Aufzug ja sowieso nicht. Und ja, wie ihr seht, das ist tatsächlich nicht viel Redstone, was man da braucht, um das Ganze eben lauffähig zu machen. Und dann zeige ich euch mal, wie ihr das zweite Stockwerk einbauen könnt. So, dann fangen wir mal an mit dem Auswahlpanel. Das ist alles, was es schon ist. Also alles, was ihr hier seht. Mehr ist da, gibt's da nicht zu. Hier vorne sind logischerweise die Knöpfe dran und in meinem Fall habe ich jetzt so gemacht, dass der Knopf oben einfach nur alles zurücksetzt, weil im Prinzip soll dann ja einfach keine Etage ausgewählt sein und ich will bis ganz nach oben, auch wenn dieser Aufzug noch höher geht, aber ich habe die Render Distance runtergestellt, weil da vorne ist was, wozu ich demnächst ein Showcase-Video mache. Auf jeden Fall, ich werde ganz schön abgelenkt. Hier vorne ist dann eben der Output und das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel das erste Stockwerk auswählen, dann geht der Repeater an. Aus meine ich natürlich, also wenn ein Signal aus ist, dann ist es ausgewählt und wenn ich den Knopf drücke, geht das rechte Signal aus. Und wenn ich beide drücke, oben drücke, dann gehen beide an, weil ihr wisst ja, aus ist ausgewählt. Naja, und dann wähle ich mal das zweite Stockwerk aus. Ich fange mal damit an, dass ich quasi sage oder festlege, wo das zweite Stockwerk denn sein soll, weil so wird es ja später bei euch auch sein, dass ihr sagt, ihr wollt jetzt genau hier euer zweites Stockwerk haben. Das heißt, das hier wäre jetzt das Bodenlevel eures Stockwerks. Und dann fangen wir mal an. Als erstes müssen wir dafür sorgen, dass der Pistenaufzug dort quasi aufhört. Und das ist ganz einfach. Wir gehen quasi zur Rückseite und achtet mal auf den roten Block dort. Überall, wo quasi hier Fackeln sind, da platzieren wir auf der Höhe rote Blöcke oder beziehungsweise einfach Blöcke. Und die sind jetzt eben auf einer Höhe mit dem dort. Und dann platzieren wir da drunter noch eine Ebene Blöcke. Und das kann jetzt natürlich sein, dass ihr nicht, dass ihr um einen versetzt seid, weil dieser Aufzug ja sich nur alle zwei Einheiten wiederholt. Und entsprechend würde das dann eben nicht so aussehen, sondern gespiegelt, also zum Beispiel so, so und so. Aber das ist im Prinzip das Gleiche, das heißt, dass hier eben die Ebene wäre, wo das Ganze aufhört. Also im Prinzip, dass ihr bei der Ebene was macht und einen da drunter. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann erweitern wir diese Blöcke hier jeweils noch um einen. Und machen hier eine kleine Verbindungslinie und dann platzieren wir hier drauf überall Repeater und die blockieren jetzt quasi das Signal, das heißt, ihr seht ja, diese Fackel baut jetzt diesen Block und würde im Normalfall irgendwann eben ausgehen und dadurch könnte diese Fackel angehen und das Signal würde so hochgehen, aber dadurch, dass wir das jetzt eben blockieren, geht diese Fackel eben niemals an und dadurch wird das Signal nicht nach oben transferiert und der Aufzug endet dort. Das verbinden wir dann einfach mit ein bisschen Redstone und wenn wir das jetzt eben powern, dann passiert nicht viel, aber wenn wir den Aufzug jetzt starten würden, würde eben auf dieser Höhe aufhören. Und was wir jetzt noch hinzufügen müssen, weil man könnte ja meinen, jetzt ist man schon fertig, ist, dass man irgendwie aus dem Aufzug rauskommt, weil durch eine Glaswand kann man ja schlecht durchgehen. Dafür baue ich mal hier das Bodenlevel hin. Das ist ja hier auf der gleichen Höhe, den Block nehme ich mal weg. Und dann müssen wir diese beiden Blöcke hier wegnehmen und diese beiden Blöcke auch. Jetzt könnte man aus dem Aufzug raus. Das Problem ist nur, dass wenn man jetzt noch höher will, dass man dann auch rausgedrückt werden würde, weil diese Glaswand ist ja nicht nur zur Deko, sondern eben notwendig. Und dafür bauen wir hier eine kleine Pistentür hin, indem wir hier Pistons platzieren. Dann jeweils eine weitere, die so nach innen zeigt. Ups, so. Und der geben wir einen Block und jetzt nehme ich mal... Mist. Ich nehme mal... Oh Gott, dieses Inventarmanagement hier. Nehme ich mal Quarzblöcke, jetzt habe ich es. So, den Rest fülle ich auch schon mal so ein bisschen ein. Und diese Pistentür anzusteuern ist auch wirklich ganz einfach. Und zwar platzieren wir hier einfach ein paar Blöcke, die dann so aussehen. Ich sollte die vielleicht in Rot machen, dabei ist ja auch egal. Hier kommen dann zwei Redstone hin, hier zwei Redstone und hier zwei Redstone. Und das verbinden wir dann mit zwei Repeatern auf Stufe 2. Und wie wir das Ganze jetzt an dieses Selektionspanel da unten anschließen, ist auch sehr einfach. Ich schnappe mir dafür mal etwas rote Wolle. Und im Prinzip, also das ist ja jetzt euch überlassen, weil das sieht ja bei euch sicherlich etwas anders aus, je nachdem wie ihr so die Etagen habt und wo die Buttonpanels sind und alles, deswegen mache ich das ganz allgemein. Ihr müsst ja natürlich auch kein Buttonpanel haben, ihr könnt ja auch einfach Hebel haben, dann wird es ja noch einfacher, dann müsst ihr die Hebel einfach daran verbinden. Und was ich jetzt mache ist, ich baue jetzt einfach einen kleinen Fackelturm, den baue ich jetzt mal, wie gesagt, das ist individuell, hier so hin, das dürfte nicht stören, doch, da stört's. Dann baue ich noch einen weiter drüber. Ich baue den jetzt mal einfach mal hier so hin. Also den könnt ihr wirklich überall hinbauen. Und dann bauen wir da im Prinzip so einen Fackelturm, um einfach das Signal nach oben zu transferieren. Und das Schöne ist auch, dass dieser Fackelturm immer doppelt so schnell ist wie der Pistenaufzug, weil dort sind ja immer, also ist ja eine Fackel pro Ebene und hier ist eine Fackel pro zwei Ebenen. Von daher müsst ihr keine Sorge haben, dass ihr den Knopf drückt und das dann ausgewählt ist, erst nachdem ihr
ja, nachdem ihr dort angekommen seid. Auf jeden Fall bauen wir das jetzt einfach so hoch, bis wir dort sind. So, und da bin ich jetzt angekommen. Das ist, wie gesagt, alles nur grob geschätzt. Und was wir jetzt im Prinzip machen müssen, ist einmal den Knopf drücken, damit wir sehen, dass das Ganze ausgewählt ist. Also dann, damit quasi die Fackeln so sind, wie sie dann später sein werden, wenn das Ganze ausgewählt ist. Oh, dieser Lensflare. Auf jeden Fall ist jetzt quasi diese Fackel aus, wenn das Ganze ausgewählt ist. Und das ist auch gut so, weil diese Pistentür muss ja auf sein, wenn das Ganze ausgewählt ist. Das heißt, wir können jetzt im Prinzip diese Fackel hier an dieses Redstone hier in der Mitte verbinden. Das mache ich einfach mal mit einer Piste und einem Redstone-Block, weil ich in Creative Mode bin. Ich muss ja nicht auf die Ressourcen achten. Auf jeden Fall können wir das jetzt einfach... Na, ich mache mal noch ein bisschen höher. Und so. Und das verbinden wir dann einfach an die Pisten. Man kann sogar Ressourcen sparen. Genau, und das ist jetzt wichtig. Also wenn der Knopf ausgewählt ist, dann muss dieses Redstone hier aus sein, damit die Pistentür eben offen ist und wir auch rausgedrückt werden können. Und das hier drüben muss an sein, damit das Signal blockiert wird. Das heißt, ich schnappe mir jetzt einfach mal ein Signal von dieser Fackel und verbinde das hier ran. Ja, und das ist eben sehr intuitiv, wie ihr das macht. Und ihr müsst jetzt natürlich auch darauf achten, dass dieser Repeater hier hinten auch an ist. Das heißt, wenn das Signal zu lang ist, so wie bei mir, könnt ihr einfach ein paar Repeater platzieren, damit das dort auch blockiert wird. Also das Timing ist eben nicht wichtig, weil es muss einfach nur alles blockiert werden und das hier muss aufgehen. Und dann können wir es ja mal ausprobieren. Das erste Stockwerk ist ja jetzt, nicht ausgewählt. Und das zweite Stockwerk ist ausgewählt. Ich habe hier auch noch einen kleinen Notenblock hinzugefügt. Das heißt, jedes Mal, wenn man irgendeinen Knopf drückt, kriegt man noch ein akustisches Signal. Meine Güte. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt im zweiten Stockwerk landen. Am ersten Stockwerk sind wir erfolgreich vorbeigefahren. Und beim zweiten Stockwerk sollten wir jetzt herausgedrückt werden, beziehungsweise nicht herausgedrückt werden, sondern anhalten und wir können einfach herauslaufen. Und wenn wir eben auswählen, dass wir ganz nach oben wollen, dann können wir das natürlich auch machen. Dann werden einfach beide Stockwerke sozusagen geschlossen. Und wir sollten theoretisch bis ganz nach oben gedrückt werden. Ja, so funktioniert das mit der Etagenwahl. Das ist natürlich beliebig erweiterbar. Ich hoffe, euch hat das Tutorial weitergeholfen und gefallen. Wenn dem so war, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!